Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich hatte einen kleinen Trade mit einem Bekannten aus einer WhatsApp-Gruppe und ja, er hat von mir bekommen drei Karten. Ich glaube, es war eine Solomon's Judgment in Ghost, ein 1000-jähriges Opfer aus Dark Beginning und eine Wiedergeburt aus der Legendary Collection. Ich habe dafür diesen netten Stapel hier bekommen. Wir haben eigentlich über Card Market abgeglichen, sollte also vom Wert her relativ gleich sein. Und ja, es ist halt so random Stuff in meinen Augen, den ich halt noch so brauche. Da wäre zum Beispiel diese Karte hier, nämlich Hallo Hallo in Ultra Rare. Das ist die Sneak Promo und auch mein erstes Exemplar. Ich habe sie bisher nur in Rare. Freut mich, dass wir sie hier in Ultra Rare haben. Und diese Karte ist für mich persönlich was ganz Besonderes, denn sie wirkt auf mich unglaublich oldschool. Ist eine Vanilla Pendel Karte. Ich mag ja Vanilla Pendels von der Farbgebung her. Die mag ich mehr als Effekt Pendel Monster. Und ich finde auch den Effekt-Text, beziehungsweise nicht den Effekt-Text, sondern den Text des Monsters eben cool. Hallo, hallo, mit dem Kopf aus Stroh, Eingeweide raus, bist trotzdem froh, suchst nach Süßem oder Saurem, pass auf, sonst brennt dein Säcklein Lichterloh. Ich finde den Text einfach unglaublich nice. Da hat sich Konami wirklich was einfallen lassen, auch das Monster finde ich richtig, richtig cool und ja, mehr davon. Gut, dann geht's weiter mit Finsterlord Nasthin. Oder Nasthin, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Nasthin. In Secret Rare aus Destiny Soldiers. Dann haben wir Finsterlord, Tetskatlipoka. Unaussprechlich. Aber auch eine sehr, sehr coole Karte. Ich merke die neuen Finsterlords, die gefallen mir sehr, sehr gut. Dann haben wir aus Nech. Den Rubik Grimm Tatze des brennenden Abgrunds. Das ist einer meiner Lieblingsbrennenden Abgrundmonster, muss ich sagen. Nebst Malakoda. Ist eine richtig, richtig coole Karte. Ich glaube, die ging auch 6 Euro oder so. Ist also gar nicht mal so eine billige Ultra. Sieht auf jeden Fall extrem nice aus. Und von denen habe ich auch noch gar nicht mal so viele. Dann habe ich mir geholt zweimal den beschworenen Raijin. Die beschworenen suche ich mir auch gerade ein bisschen zusammen. Weil ich momentan vorsortiere. Ich will jetzt, also das hier, wo jetzt die Matte hier drauf liegt, ist jetzt der letzte Oldschool-Koffer. Dann will ich mal drei Koffer der moderneren Generation machen, also alles nach GX, 5Ds und so weiter und so fort. Und da sammle ich mir jetzt hier gerade ein bisschen was zusammen und die Beschworenen sollen natürlich auch dabei sein. Trotzdem hört es natürlich nicht auf mit Oldschool, es werden noch einige Ordner kommen, wie zum Beispiel Ordner, in denen man dann diese Karte hier sieht. Das ist der blaue Chaos Max Drache, eine Karte, bei der ich ausnahmsweise die Gold Rare sogar besser finde als die Ultra Rare. Dadurch, dass die Ultra Rare eben keine sich von der Karte abhebenden Ränder hat und das Monster blau ist und die Karte blau ist, ist da ein bisschen wenig Kontrast drin. Hier bei der Gold Rare, die ich mir hier übrigens als Playset besorgt habe, 4 Euro ging das Stück, glaube ich, es ist so, dass dieser Goldrand die Karte erstens sehr edel wirken lässt und darüber hinaus einen Kontrast zwischen der Karte und dem Bild an sich liefert. Und das ist eben eine Sache, die das Ganze optisch sehr aufwertet und deswegen mag ich eben hier die Gold Rare wesentlich lieber als die Ultra Rare. Dann haben wir den Hungergift Fusionsdrachen aus dem Originalset First. Richtig, richtig nice. Sieht auch richtig cool aus, muss ich sagen. Ist gar nicht mal overdesigned. Mega cool. Ein bisschen mehr overdesigned ist dann schon der hier. Sieht aber trotzdem noch nice aus. Der giftige Fusionsdrache aus Fusion Enforcers. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Habe ich auch noch nicht so viele. Ein paar habe ich, aber ja. Dann habe ich aus BPW 2 Nummer 11 Big Eye. Die ging auch ein paar Euro. Habe ich aber auch mitgenommen. Warum nicht? Auch First Edition. Richtig schöne Karte. Und auch sehr, sehr gut vom Druck her, muss ich sagen. Dann haben wir einen meiner aktuellen Lieblings-Xyz-Monster der Neuzeit, also der neuesten, die halt rausgekommen sind. Und zwar ist das Nummer 24 Dragulas, der blutsaugende Drache. Dieses Artwork ist einfach so unglaublich geil, ohne Witz, Leute. Da hat sich Konami echt wieder selbst übertroffen. Ohne Witz, die Karte ist so badass. Dragulas, es geht auch schon wieder so von der Coolness her in Richtung Chaos Imperator Drache, finde ich. Nur wie damals auch der Dark Requiem Xyz Dragon. Einfach mega fett. Dann haben wir Witterungsmalerin Regenbogen. Das ist mein erstes Exemplar. Das ist die einzige die einzige Witterungsmalerin, die ich optisch recht cool finde. Es gibt ja wesentlich schönere, das ist jetzt nicht das Highlight. Aber sie ist auf jeden Fall wesentlich cooler als die ganzen anderen.
Regenbogenmalerinnen, finde ich. Regenbogenmalerinnen. Witterungsmalerinnen. Und ja. Trotzdem sehr nice auf jeden Fall. Dann haben wir Mr. Sternboy, den ich zwar 20.000 Mal als Come-In hatte, aber noch nicht in Super Rare. Jetzt habe ich ihn endlich mal Super Rare in oder aus der Promo. Richtig schön. Dann X-Crawler, oh Gott, Quali-Arch, X-Crawler, Quali-Arch, falls man das ausspricht, oder Quali-Arch, keine Ahnung. Ich finde die X-Crawler optisch, zumindest die, die Link-Monster finde ich extrem cool. Die Cummins, die normalen Monster und so weiter, die gehen zwar auch, sind aber nicht ganz so cool. Und das ist mein absolutes Lieblings-Crawler-Monster, muss ich sagen, von der Optik her. Sieht einfach richtig düster aus. So muss das sein. Dann haben wir Auram, der Weltkelch-Schwertkämpfer. Von dem habe ich jetzt, glaube ich, schon 12 oder 13 Stück. Der ist auch dann for trade am Ende, aber ich habe einfach alle Link-Monster genommen, weil die eh nichts gingen. Dann haben wir Verbannung der Finsterlords, ebenfalls aus Destiny Soldier. Und zu guter Letzt In die Leere, der Reprint aus BLLR. Ja, das war meine Sendung. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin absolut zufrieden. Werde jetzt auch dann die Karten an den Herren, dessen Namen ich vergessen habe, Benjamin heißt er, glaube ich, verschicken. Und wir sehen uns dann natürlich zu einer weiteren Folge. Ihr fragt euch vielleicht, warum zum Donnerwetter die Forgotten Legends Folgen raus sind. Das ist ganz einfach. Die hat YouTube gelöscht, warum auch immer. Ich habe aktualisiert, nach einmal waren die futsch. Die waren einfach flöten, ohne Nachricht, ohne Kommentar, ohne, keine Ahnung, einfach weg. Ich war zuerst relativ sauer und habe überlegt, ob ich das Format weitermachen möchte, ob ich das nochmal probieren möchte. Und meine Wut hat sich dann allerdings ein bisschen gelegt, weil ich einfach eine neue Idee hatte, das Ganze nochmal zu überarbeiten. Ich habe mich dann mit ein paar Abonnenten zusammengesetzt, die ich ein bisschen näher kenne. Habe da auf Skype ein bisschen mit denen drüber gequatscht und bin dazu zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Format ein wenig abändern möchte. Was genau und wie es laufen wird, das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Was ich schon mal sagen kann, ist, es hat was mit Sets zu tun. Es bezieht sich immer auf das Set. Es hat natürlich was mit Sammeln und Optik zu tun. Und ich brauche, um das wirklich gut machen zu können, jede Karte aus dem Set. Anfangen werden wir auf jeden Fall mit Extreme Force. Da bekomme ich jetzt ja dann eine Sendung von liegen Creep-Fan, allerdings sind noch nicht alle Karten dabei, aber auf jeden Fall schon mal die meisten. Und wo ich den Rest herbekomme, muss ich noch gucken. Wie auch immer, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin haltet die Ohren steif.